Es handelt sich um eine Subluxation des Kniegelenks, das heißt die vollständige Ausrenkung des Kniegelenks. Man sagt auch, es hat durchgeschlagen in die falsche Richtung. Das vordere Kreuzband und das Innenband ist gerissen. Der Meniskus ist aus der Kapsel gerissen. Der Spieler muss jetzt in der Klinik bleiben, um das Compartment-Syndrom auszuschließen oder zu verhindern, dass das passieren kann, damit die Gefäße nicht, wir müssen abwarten, ob Gefäße noch in Mitleidenschaft gezogen sind. Ich denke, dass wir so in 1 bis 2 Tagen dann noch abschließend sagen können, wie es ausgegangen ist bis hierhin mit dem Schaden und wie es dann auch weitergeht mit der Diagnose bzw. der Operation. Vorweg, das mit Elkin ist natürlich eine unglückliche Geschichte, das war ein unglücklicher Zusammenprall und wir hoffen alle, dass es nicht vom Elkin sein Karriereende war, weil es doch schlimm ausgesehen, das war eine Überstreckung des Knies und was sowas auf dem Platz anstellt oder was das die Auswirkung von so einem Unfall hat man dann, glaube ich, an unserem Team gut gesehen. Wir waren bis zur 36. Minute, bis zu der Aktion, glaube ich, in dem Spiel so drin, wie wir es wollten. Wir haben die Bälle da gefunden, der Plan ging eigentlich so weit auf, waren, glaube ich, auch eine gute Heimmannschaft bis dahin und da war dann der Faden weg, da hat man gesehen, bis zur Pause ging nicht mehr viel. Der Kopf war, glaube ich, nicht mehr rein allein auf dem Platz, sondern sicher beim Kumpel Elkin. Und das war dann auch die Arbeit in der Pause drin. Wir haben das angesprochen, wir haben das auch besprochen und gesagt, hör zu, das ist so, die letzten Minuten, das wäre nicht normal, wenn da nicht jeder der Sache nochmal nachstudiert. Aber jetzt gilt es eines und das ist für Elkin das Spiel zu drehen, für Elkin hier zu gewinnen. Es sah gar nicht so schlimm aus von unserer Seite, aber ich habe jetzt gehört, dass es nicht so gut aussieht und wie gesagt, von unserer Seite gute Besserung.